Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Gestern haben wir diesen riesigen Kürbis geerntet. Er war über 17 Kilogramm. Und habe einen Teil hier im Haus für meine Bewohner ausgegeben, weil der Kürbis ist wirklich ein Schmuckstück. Weiß ich gar nicht, das Wort zu finden, was für so ein Kürbis. Der Fleisch ist, kann man so richtig reinbeißen. Und heute möchte ich euch zeigen ein Rezept für Kürbissuppe. Nicht so, wie wir immer in den Topf köcheln und pürieren, sondern aus dem Backofen. Und ich muss euch sagen, die Sache, welche werden in den Backofen gemacht, werden immer leckerer als einfach im Topf. Weil wird diese überschüssige Wasser aus den Obst ausgedampft und dann kommt etwas bisschen Rostaroma rein und schmeckt wunderbar lecker. Ich kann euch so einen Vergleich machen. Von letztes Jahr habe ich ein Rezept für Tomatensoße einmal in den Topf gekocht und einmal habe ich gemacht im Backofen. Und diese aus dem Backofen schmeckt echt köstlich. Die beiden schmecken sehr gut, aber aus dem Backofen ist viel schmackhafter. Und so machen wir heute auch mit Kürbis. Im Kürbis, in diese innere Schicht, werde ich mit dem Löffel dieses Fleisch rausholen, wo halten sie sich die Kerne. Mit dem Löffel geht einfach rein. So einfach abkratzen und rausnehmen. Und dann kann ich ihn schon in richtig grobe Stücke schneiden. Wenn ihr nehmt zum Beispiel Hokkaido, da könnt ihr einfach dann mit Schale auch in den Backofen stellen. Aber bei diesem Kürbis muss ich schon Schale abmachen. Und dann kommen noch die anderen Gemüsesorten. Und das zeige ich euch einfach, wenn ich meine Kamera anders umstelle. Erstmal schneide ich aber erstmal mir ein Stückchen von dem Kürbis ab. So, alle Zutaten habe ich jetzt alle auf dem Tisch. Kürbis habe ich schon vorbereitet. Ich habe jetzt ungefähr 800 Gramm genommen und dann restliche könnt ihr auch variieren, was mehr oder weniger oder vielleicht sogar rauslassen könnt. Ich nehme jetzt noch 250 Gramm Tomaten, weil Tomaten geben noch eine schönere Farbe und auch Geschmack dafür. Dann noch zwei Zwiebelchen, ist ungefähr nur 120 Gramm. Ein kleines Ingwerstück, aber wenn ihr das nicht mögt, müsst ihr es nicht reinmachen. Es ist wirklich nach Geschmack. Dann 150 Gramm Möhren, eine Knolle Knoblauch und ein paar Gewürze. Ich werde jetzt das alles in so einen Auflaufform reinmachen. Die Kürbisstücke, richtig habe ich die grob geschnitten, so dass ihr besser sehen könnt. Richtig grobe Stücke. Dann kommt auch Möhre so richtig grob. Wir müssen uns jetzt nicht noch mehr Arbeit machen, als es muss. Verteilen auch. So wie zum Beispiel bei Ofengemüse. Dann Zwiebel. Zwiebel auch nur so viertel. Nicht zu klein schneiden, dass er nicht verbrennt. Aber er gibt eine schöne Röstaroma. Die kleine nur auf die Hälfte. Dann die kleinen Tomaten einfach so, nur ich ein bisschen einsteche die, dass die schneller dann Saft lassen. Wenn euch die Haut von den Tomaten stört, kann man die auch natürlich abschälen. Wenn wir das auf die Kreuz machen und mit heißem Wasser übergießen und dann abziehen. Aber ich denke, von diesen zwei Tomaten werde ich schon so abziehen, wenn die im Backofen gemacht sind. Mitte rausschneiden. Ingwer werde ich aber klein schneiden, dass ich ihn besser verteilen kann. So, das reicht schon. Und einfach so verteilen. Ich mag Ingwer bei den Kürbis, aber das mag nicht jeder. Und die Knoblauch auch einfach so verteilen. Dann von den Gewürzen habe ich jetzt mir Thymian geholt. So gebe ich verteile und Rosmarin. Kann man auch trockene Gewürze nehmen. Und so viel, wie es das gerne mögt. Dann habe ich hier noch Kreuzkümmel.
bisschen gebe ich auch, so ein halber Teelöffelchen, kann man auch mehr geben, Gewürze, alles Geschmackssache, liebe Freunde, und Paprika rosenscharf. Jetzt brauchen wir nur mit Olivenöl träufeln. Ungefähr für diese Mähne nehme ich bestimmt so 3-4 Esslöffel. Und stellen wir unsere Gemüse jetzt in den Backofen bei 180 Grad ungefähr für eine Stunde überbacken. Ihr werdet es sehen, ihr müsst einfach ein bisschen mal einstechen. Wenn die Gemüse weich sind, dann könnt ihr es rauslassen. Ob ihr es unter Oberhitze nimmt oder Umluft, es ist dann eure Entscheidung. So, jetzt geht es erstmal in den Backofen. So, liebe Freunde, eine Stunde habe ich gehalten mein Gemüse im Backofen. Die Kürbis ist richtig schön weich und können wir schon in ein Töpfchen reinmachen, in welche werden wir pürieren. Jetzt kann man damit Stabmixer pürieren oder ihr nehmt dieses Smoothie-Gerät und püriert da. Aber die Gemüse sind sehr heiß, deswegen muss man da schon aufpassen wegen die Plastikbehälter. So, deswegen mache ich einfach in mein Töpfchen und püriere einfach mit dem Stabmixer. Die Möhren sind nicht so richtig weich. Oder eventuell muss man die doch ein bisschen kleiner schneiden. So, nehmen wir erstmal alle Gemüse. Und von den Tomaten, wenn ihr möchtet, kann man auch gleich abstreichen. Denn Fleisch und Haut bleibt dann weg. Dafür nehme ich einfach den Löffel und ziehe runter. Fertig. Und Haut kann man dann wegschmeißen. So, mache ich jetzt mal meine Gemüse alle im Töpfchen. Die Zweige von den Kräutern nehmen wir auch weg, weil die sind jetzt richtig knusprig. Und dann wollen wir die nicht in unserer Suppe haben, sondern nehmen wir die auf einen Teller. Die Knoblauch auch richtig schön weich geworden und hat das schöne Rostaroma bekommen. Lecker. Ganz ehrlich, ich habe jetzt probiert, die Haut von den Tomaten, die ist so weich und so schmackhaft, dass ich habe nur von den zwei abgezogen und Rest mache ich alles in die Töpfchen rein, weil es schmeckt wirklich sehr lecker und absolut nicht so fest wie beim gekochten Tomaten. Alles schön auskratzen, weil da sind die richtigen schönen Geschmacknoten. Am besten gebe ich ein bisschen heißes Wasser aus dem Wasserkocher und spüle das ab. Hier ist Olivenöl und Gewürzen, Kräuter, alles geht dann rein. Dass wir es pürieren können, müssen wir auch noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu geben. Dafür habe ich einfach in die Tasse 2 Teelöffel von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe, was wir machen. Und dann ein Teelöffelchen habe ich von den Tomatengewürz, was das Video habe ich vor kurzem rausgebracht. Schmeckt wunderbar. Habe ich erstmal mit dem heißen Wasser übergießen, dass die bisschen Kräuter und Gemüse aufquellen und gebe ich jetzt dazu. Und dann erstmal pürieren wir es und dann sehen wir, wie dick unsere Suppe oder dünn, hoffentlich nicht. Deswegen nicht zu viel Flüssigkeit erstmal geben. Wir können immer noch abgekochtes Wasser dazu geben. So, es ist ziemlich dicke Suppe. Deswegen mache ich mir jetzt in die Tasse heißes Wasser, dass ich ungefähr weiß, wie viel habe ich dazu gegeben und gebe erstmal die Hälfte und püriere nochmal. Und gebe jetzt noch den Rest. So, ich glaube, es ist noch etwas dicker. Gebe ich noch ungefähr halbe Tasse und stelle nochmal auf den Herd zum Aufkochen. Und geben wir noch dazu auch Kokosmilch. 500 ml Wasser wird jetzt aber reichen. Das reicht. Jetzt gehen wir ans Herd. So, jetzt stellen wir unsere Suppe auf den Herd und gebe ich nehme dieses aus der Dose Kokosmilch.
gebe ich dazu. Ungefähr habe ich jetzt hier 200 Milliliter. So, jetzt kochen wir unsere Suppe jetzt auf und köcheln wir ungefähr so 2 Minuten. Und jetzt können wir auch alle Gewürze reinmachen, weil wir haben kein Salz genommen. Geben wir Salz dazu und alle Gewürze, liebe Freunde, nach Geschmack. Dann gebe ich auch ein bisschen Muskatnuss, Cayenne und Chili-Pfeffer, so ein Mix für die Schärfe. Aber ich habe schon probiert, wegen Ingwer schmeckt das auch sehr, sehr lecker. Und schwarze Pfeffer. Kochen wir auf und probieren wir nach Geschmack. Und wenn es nötig ist, werden wir das abschmecken. So, liebe Freunde, unsere Suppe schon aufgekocht. Ich habe schon ein paar Minuten gekocht und jetzt habe ich den Herd ausgemacht. Und schaut, was für so ein schöner Konsistenz. Und jetzt können wir auch schon servieren. Und nebenbei koche ich auch gleich Kürbis-Apfelsaft. Erstmal wird Kürbis mit Apfel weich gekocht und dann püriert. Und dann werden die Zusatzgeschmack dazu gegeben, Zitrone, Orange. Ich mache heute mit den Zimtstangen, koche ich jetzt auf. Oder kann man Vanille dazu geben, kann man variieren. Kann man sogar auch eine Handvoll irgendwelche Beeren dazu geben für den Farbton. Dann wird der Saft andere Farbe annehmen. Aber dafür habe ich auch Video. Wenn ihr wollt, dann schaut ihr bei mir in eine Playlist Kürbis und da findet ihr auch, wie ich es Saft mache. Jetzt geht unsere Suppe von dem Herd runter und werden wir servieren. So, es ist jetzt Zeit, an den Tisch gehen. Und ich habe diese Suppe schon probiert und die schmeckt so lecker. Und ich mag sehr gerne Ingwer bei der Kürbissuppe. Oder sogar, wenn ich süß-sauer Kürbis anlege, mag ich auch gerne Ingwer dazu geben und diese Ingwer-Schärfe, es ist nicht viel, es ist nur leicht, aber die gibt irgendwelche so einen leckeren Geschmack in diese Suppe. Obendrauf könnt ihr vegane Sahne geben, ich gebe ein bisschen einfach Kokosmilch, habe ich für mich noch gelassen. Mein Mann mag gerne es lieber mit Creme fraiche. Obendrauf könnt ihr zum Beispiel Koriander oder Petersilie geben. Bisschen Thymianblättchen, das ist ein Zitronenthymian und er passt auch hier sehr gut dazu. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch angeröstete Kürbiskerne dazu geben. Schaut, was für so ein leckerer Suppe geworden. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen von dieser Suppe und ich würde euch wirklich empfehlen, mal ausprobieren im Backofen. Das Einzige, vielleicht Möhren doch etwas kleiner schneiden, dass die schneller weicher werden. Aber Rest ist einfach perfekt. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!